jazz, motherfucker. No cut. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Wouter Matti, und ich präsentiere euch heute kein Update und auch kein Special-Video, sondern ein Unpacking eines Mystery-Paket eines lieben YouTubers namens der Moviepicker. Der Moviepicker hat mich die Woche gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mal mit ihm ein Mystery-Paket auszutauschen. Und da habe ich natürlich gesagt, ja sicher, da bin ich doch dabei. Er hat schon längst losgeschickt, kam am Donnerstag an, konnte ich am Freitag abholen. Für mich war das jetzt die Qual, heute ist Sonntag und ich werde es jetzt erst öffnen. Es ist wie ein Weihnachtsgeschenk, was vom Tannenbaum liegt, aber Heiligabend dauert noch ein paar Tage. Aber ich bin jetzt so weit, es einfach mal zu öffnen. Ich hole gerade mein Messer, ich schneide es auf, live hier für euch. Mein Gott, Messer, Gabel, Schere, Licht ist für den kleinen Matti nichts. Ist offen und einmal... Hier. Natürlich erstmal wieder Messer Safety First wieder zusammensetzen. Stelle ich mal hier auf meine DVDs und auf ist es. Ui, erstmal jede Menge Zeitungspapier. Sehr informativ. Orthopädie mit Leidenschaft. Orthopäden, Daumen hoch dafür. Nein. Und nochmal ein Zeitungspapier und mich lächeln Süßigkeiten an. Oh, schaut euch das an. Ein Finger. Ich hoffe, es ist nicht deiner, Oliver. Und nicht nur Picasso hat ein Ohr verloren, ich würde mal sagen, das ist ein Ohr, sondern auch der liebe Movieficker hat mir ein Ohr abgegeben. Happy Beers geht immer. Lucky Beers, oh mein Gott, glückliche Bärchen. Und die Mega Bears, lecker, lecker, werde ich mir gleich dann reinziehen beim Filme schauen. Und jetzt lächeln mich schon die ersten Filme an. Wir fangen auch an mit der linken Seite. Als erstes Dark Angel mit Dolph Lundgren. Ich sage nur, ich komme im Frieden. Geil. Also den Film habe ich als Jugendlichen geliebt, gesuchtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Es geht darum, außerirdische Drogendealer landen auf dem Planeten Erde und setzen die Menschen unter Drogen. Hammer Film. Einzigste, ich habe ihn schon mal in meiner Sammlung, aber ich kenne einen Kollegen, der hat Verwendung für den Film und ich sage trotzdem danke dafür, lieber Olli. Nee, ne? Hammer. Der Moviepicker, oder ihr wisst, ist, ich stehe total auf die Snapper Case von Warner Bros. Und was ist natürlich in diesem Paket drin? Ein Snapper Case von dem Film Eraser mit Arnold Schwarzenegger. Hammer. Den Film suchte ich auch noch in dieser Höhle und jetzt habe ich ihn. Geil. Daumen hoch dafür. Richtig geil. Da war ich auch als 16-Jähriger im Kino drin. Und ich muss sagen, ist ein unterschätzter Schwarzenegger-Film. Ich mag den. Und das war Eraser. Geil. Geil, geil, geil. Ich freue mich. Keine Verkauf an Jugendlichen unter 18 Jahren. Mann, oh, der ist ja nicht für mich. Ich bin ja schon weit über 18. Mexican Werewolf von Randy Merrill Presents. Sagt mir nichts. Bin ich mal gespannt. Werwolffilme, Horrorfilme gehen sowieso immer. Und jetzt habe ich einen neuen. Den werde ich mir sofort reinziehen heute. Bei Kaffee und Kuchen. Hey, geil. Also da bin ich mal gespannt drüber. Weil, kenne ich nicht. Der Olli hat natürlich einen anderen Filmgeschmack als ich. Und wenn er mich mit so Filmen überrascht, bin ich mal gespannt, wie der ist. Daumen hoch. Ton, Deutsch, Lobby, Digital von LPM Entertainment. Phantasm Teil 1 und 2 in der Full Uncut Edition. Cool. Also, ich habe leider mir jetzt letztens, wo habe ich den? Mama mia. Wo ist denn der? B. Da. Das böse Gold, Teil 1, Phantasm, aber leider geschnitten. Jetzt habe ich Teil 1 und 2 in der Full Uncut Edition. Ich glaube, den gucke ich als erstes als Mexican Werewolf. Weil ich habe schon gerade gesehen, als ich den Teil rausgeholt habe, es ist auch noch Teil 3 drin. Hammer. Lord of the Dead, das böse 3. Super. Also da bin ich mal richtig gespannt, wie die drei Filme hintereinander sind.
Am geilsten ist Kapitel. Kapitel 1, Vorspann. Kapitel 6, es ist niemals vorbei. Hey, er hat nur 6 Kapitel. Aber hier bin ich gespannt drauf. Danke, lieber Moviepicker. Vielen, vielen lieben Dank. So, ich mache eben den Film wieder zurück aus meiner Sammlung. So. Und jetzt kommen wir zu dem 5 Blu-ray. Es war abgemacht, dass wir uns ein Paket schicken mit 5 DVDs, 5 Blu-ray. Die ersten 5 DVDs habt ihr jetzt gerade gesehen. Und jetzt kommen die Blu-rays. The Punisher Warzone. Also, ich muss sagen, jetzt nicht mein Lieblingsteil. Den habe ich schon natürlich öfters gesehen. Da finde ich den mit Thomas Jane und John Travolta um Welten besser. Aber immer noch besser ist der Teil als der von Dolph Lundgren. Schöner Film. Gute Action, Jigsaw, finde ich ein bisschen übertrieben, die Maske von denen, aber der Film ist genial. Danke, lieber Moviepicker. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Der neue Hooligan-Film vom Regisseur von der Football Factory, The Firm, dritte Halbzeit. Also ihr seht es ja gerade, ich habe ja hier aus unserem Wuppertaler Verein ein Trikot an, als ob das irgendwie abgesprochen ist. Und was habe ich hier drin? Ein Fußballfilm. Die dritte Halbzeit, The Firm. Ja, es ist vom Regisseur, der die Football Factory gemacht hat, in der Richtung Hooligan, wie ich gerade gelesen habe. Sagt mir nichts. Aber Hooligan und die Football Factory fand ich sehr gute Filme. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie dieser Film ist. Danke. Blu-ray, DVD, Digital-Copy von Planet der Affen, Prevolution. Einer der besseren Teile, muss ich sagen, war ich sogar im Kino drin, in allen drei Planet der Affen Filme. Die alten sind nett gemacht, aber für mich sind die neuen immer noch die besseren. Und ich freue mich. Ey, richtig geil. Einer der besten Science-Fiction-Filme der letzten 10 Jahre. Ja, das kann ich unterschreiben. Also muss ich ganz ehrlich sagen. So, einmal die Desk. Muss ja auch mal sein. Ihr kennt es ja von mir. Und jetzt, geil. Richtig geil. Simon Pegg und Nick Frost in Hot Fuzz. Letztens war ich im Saturn und wollte mir diese Dreierbox holen von Shaun of the Dead, Hot Fuzz und World's End. Nur leider habe ich Shaun of the Dead und World's End schon. Wäre ja blöd, wenn ich dann mir diese Dreierbox hole. Und jetzt habe ich diesen Film endlich. Geil. Jetzt wird's schwer. Wen gucke ich denn jetzt als erstes? American Werewolf, Eraser oder doch die Phantasm-Reihe? Mann, Olli, mach's mir jetzt doch nicht so schwer. Vielen lieben Dank dafür. Und zum guten Schluss Alice im Wunderland in 3D mit Johnny Depp. Also ich bin jetzt kein Disney Real Life Fan, aber für mich ist diese Alice im Wunderland Verfilmung doch richtig gut gelungen, weil die ist ja hier von den, ach Mann, wie heißt der Regisseur nochmal? Tim Burton. Und Tim Burton Filme sind ja schon krank und Alice im Wunderland, die Geschichte ist ja krank. Also top Film, also richtig top Film und sogar mit meinem Lieblingsschauspieler, Johnny Depp. Also top, danke dafür. Und das war jetzt das Mystery-Paket. Das Paket ist leider leer. Aber ich habe schöne Filme bekommen. Vielen, vielen lieben Dank dafür, lieber Moviepicker. Vielen Dank. Ich zeige es euch nochmal. Einmal hier die 5 Blu-rays. Super geil. Und auch einmal die, machen wir es jetzt mal so, 5 DVDs. Wenn ihr nicht wisst, wer der Moviepicker ist, ich werde seinen Kanal einfach unten in der Infobox mit verlinken. Vielen Dank. Mein Paket ist jetzt nächste Woche unterwegs. Ich muss noch ein, zwei Sachen für dich holen. Aber ich hoffe, du hast auch so viel Freude daran, wie ich jetzt an deinem Paket. Ich gehe jetzt im Wohnzimmer und setze mich vor der Glotze. Bis demnächst. Macht's gut und tschüss.